Willkommen zurück zu Sims 4. Im letzten Part waren unsere drei alle auf der Arbeit. Zwei hatten so Aufgaben bekommen, wo wir uns entscheiden mussten, was wir nehmen. Und jedes Mal habe ich leider die falsche Antwort gewählt. Und da haben sie halt ein bisschen Verschlechterung hier in ihrer Arbeitsleistung gekriegt. Aber zum Glück sind beide noch hier im schon noch im dunkelgrünen Bereich. Und unser Silas wurde befördert, also noch einen Erfolg gehabt. Und in der letzten Folge Part habe ich euch ja gesagt, dass ihr hier mit helfen könnt, dieses Let's Play mitzugestalten. Und ich werde es jetzt auch so handhaben, dass heute ist Sonntag, also wo ich das hier aufnehme, ist Sonntag, wo ich auch versuche, die hochzuladen. Aber manchmal dauert das halt mit den Rendern und das Hochladen auch dementsprechend. Deswegen, ich weiß nie, um wie viel Uhr die letztendlich im Moment kommen, kann auch noch spät abends kommen. Und ja, also ich werde heute zwei hochladen und morgen den Montag nochmal zwei hochladen und dann ab Dienstag wird dann jeweils ein paar täglich hochkommen. Und ich werde zeitnah die Parts aufnehmen, so dass ich auch gegebenenfalls, wenn was kommt, auch drauf eingehen kann. Welche Vorschläge ihr so habt. Und ja, damit ihr Bescheid wisst, wie das jetzt hier abläuft. Also ihr könnt euch beteiligen und es kommt an ab Dienstag täglich ein Part hoch. Dann starte ich jetzt mal Ruger. Oh, yes. das Spiel wieder. So. Gut. Er muss die Logikfähigkeit. Dann könnten wir, wie spät haben wir es? 21, 22 Uhr. Nee, da bringt es nichts mehr, in einen Park zu gehen. In 14 Stunden startet auch wieder dein. Du spielst. So, wie wäre es, wenn du hier deine Musik weitermacht. So, gut. Und wie sieht deine Bedürfnisse aus? Und du? Mit den Nerven am Ende, nur weil er übt. Geh einfach mal auf Klo. Dann kannst du ein Schaumbad nehmen und dann gehst du da schlafen. So. Aha. So, er will jemanden umarmen, Spielzeug kaufen, ach so, und joggen gehen. Er will auch jetzt joggen gehen, weil er halt energiegeladen ist. Aber wir schicken ihn jetzt. Achso, er will erstmal spülen. Okay. Ja, das ist auch das schade, dass es hier jetzt in Sims 4 leider im Moment keine Spülmaschinen gibt. Ich hoffe, dass das dann entweder mit einem Patch reinkommt oder ob vielleicht kommt dann Spülmaschine mit einem Add-on rein.
Weil das dauert doch manchmal recht lang, bis dann die abgewaschen hat. Es ging jetzt, weil er alleine das gespült hat, aber wenn wirklich alle drei hier gegessen haben und spülen wollen, das kann manchmal dauern. Und sie hat ihr Späßchen im Bad. Sie planscht. Kann sie eigentlich... klicken wir mal. Gut. Sie geht schlafen. Und dann schicken wir ihn jetzt auch noch auf Toilette. Dann kann er hier naja, dann geht er schnell duschen, dann geht er da schlafen. Und er kann, sobald er hier fertig ist, schicke ich ihn auch auf Toilette und duschen. Und dann kann er auch schlafen gehen. Sandsack verwenden, Schlangen üben. Dann mach das mal jetzt. Und jemanden kennenlernen. So. So, dann kannst du jetzt verwenden. Dann gehst du da. Duschen und dann kannst du schlafen gehen. Okay, dann kannst du aufhören. Darauf habe ich eigentlich gewartet, dass er diese Sache erfüllt. So, gut. Ja, während des Schlafens kann man wenigstens gucken, wie die Bedürfnisse aussehen. Aber ich glaube, nee, man kann nee, man kann also keine Träume oder so. Ja. Lumesha. Nevna Biafisvar. Okay. Gut. Dir geht's anscheinend sehr gut, wenn du unter der Dusche singst. Bitte. So. Okay, jetzt sind alle am Schlafen. Und siehe da, die Zeit läuft jetzt wieder schneller. Blub, blub, blub. Sogar die Musik geht schneller. So, dann kannst du jetzt hier, dir ein Gericht nehmen. Dann gehst du auf Klo, dann gehst du duschen. Dann bist du eigentlich bestens gerüstet. In 2 Stunden. Ja, vielleicht schaffst du das noch. Aber wir werden sehen. Weil manchmal dauert das mit dem Essen recht lang. Aber sie ist schon niedlich gemacht. Nom, nom, nom. Hm, riecht das lecker? Nom, 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 nom. Wie sie dann immer die Backen so aufpumpen.
Ja, in einer Stunde ist okay. Sie hat noch eine Stunde. So, du musst auch in 2 Stunden. Dann solltest du jetzt mal besser direkt mal was essen. Und du hast bestimmt auch bald Hunger. Sagen wir dir auch mal, dass du dir ein Essen schnappen sollst. So, haben wir schon irgendwie eine Rechnung? Nee, haben wir nicht. Okay. Gut. Ich weiß nicht, wofür das letztendlich wirklich ist, aber naja. Aha. Du müsstest ja jetzt, jawohl, dann kannst du mal hierher kommen. Du musst ja eh jetzt gleich fahren. Also verschwindest ja gleich wieder. So, du arbeitest bis 17 Uhr. Du bist 18. Du bist jetzt 21 Uhr, okay. Ja, da sieht man mal, jetzt war das eine blockiert, jetzt musste er dorthin und das dauert manchmal, bis es halt erledigt ist. Ups, wo bist du denn? Achso, du haust wieder auf deinen Sandsack ein. Gut, das ist ja, weil er aktiv ist. Da geht er dann halt sehr gern an diese Trainingsgeräte ran. Aha, da haben wir höchstwahrscheinlich gerade diese 8 Stunden insgesamt trainieren erledigt. So, er will über Natur schwärmen, jemanden kennenlernen. Warte mal, wie siehst du denn aus? Naja. Ihr könntet eigentlich miteinander. Oder wie lange hast du noch bis zur Arbeit? 16 Minuten. Dann kannst du auf jeden Fall freundlich kennenlernen, freundlich. Irgendwo haben wir doch bestimmten von Naturschwärmen. Von Naturschwärmen, so. So. Ja, jetzt joggt er zudem. Jemanden umarmen. So. Fabosabe? Garba. Ah. Seht ihr, er spielt weiter Computer. Befite Shimagra. Passa Essen und gleichzeitig kann er sich aber Axen Sabun, Bratzenoka. Squamish Nivanu Trifa. Oh, tell a Jim Wibsy. So, jetzt müsste er ja gleich verschwinden. Yib. Pamp for Moo. Nibahana! Orpitanehe! Tuma! Quisab! So, die Französisch sieht schon echt gut aus. Yivka Bumzoi! Falanis Pitfall! Bivand! Sawada Nuloi! Abim! Prapani Varuda! Prumbea Hupitu! Arvani Zanko! Leider kann man halt im Moment nicht hier am Computer Schach spielen. Das geht halt leider nicht. Das konnte man ja bei Sims 3. Also man müsste jetzt wirklich hier ein Schachspiel aufbauen. Ich guck mal bei Computer. Unkaputt. Videospielfähigkeit.
Aber ist mir jetzt im Moment noch zu teuer. Kann sein, dass man halt auf den... ja, man sieht hier, die hochrangigen PCs haben dann noch andere Optionen. Jetzt weiß ich halt nicht, ob man auch dementsprechend andere Computerspiele da drauf haben wird. Ob das angepasst wird, das weiß ich halt nicht. Spaß. Ja, okay, müssen wir dann sehen, wie teuer ist denn überhaupt ein Schachbrett. Warte, nehmen wir dann... so, klatschen wir das jetzt mal einfach draußen. Einfach können Sie dann an der frischen Luft Schach spielen. So, verschieben wir das noch ein bisschen, weil es kommt ja noch Stühle dran. Kopieren wir einfach die Stühle, die wir hier schon haben. Einmal hier und einmal da. So. Gut, dann können wir dafür sorgen, dass der hier dann auch seine Schachfähigkeiten kriegt. Du solltest jetzt mal langsam zur Arbeit, Monsieur. Sonst kriegst du noch eins auf den Deckel, weil du nicht zur Arbeit kommst. So, und du musst in 2 Stunden. Dann kannst du hier mal spielen. Also gut, jetzt ist es noch 1 Stunde. Bedürfnisse sehen aber soweit einigermaßen gut aus. Immerhin ein bisschen schon mal. Oh, yes. So. So, Fähigkeiten. So, dann kaufen wir auch mal, damit wir ihm da das auch erfüllen können, kaufen wir ihm jetzt eine Spielzeugkiste. Spielzeug. Und zwar haben wir ihm jetzt so eine Kiste. Die muss man dann hier irgendwo, wo sie nicht allzu sehr kommt, drehen wir sie dann einmal um. Das ist auch hier sehr interessant letztendlich gemacht. Bei manchen Sachen kann man dann einfach draufklicken und die Sachen kaufen. So man das. Ah ja, wir sollten vielleicht auch ein Bücherregal. Bücherregal. Kann ja erstmal was ganz Einfaches sein. Wo tun wir bloß das? Ja, wir können es hier hin tun. Aber gucken wir das. Was haben wir denn an Farben? Nehmen wir die hier. So. Gut, nämlich man kann auch jetzt zum Beispiel hier auf das Buch kaufen und dann kann man hier draufklicken und dann kann man hier Bücher direkt kaufen. Und wie ihr seht, es gibt hier unterschiedliche Kategorien. Das ist allgemein und dann kann man hier sich dementsprechend bücherspezifisch raussuchen. Das ist sehr gut gemacht. Da braucht man nicht in den Bücherladen oder Lebensmittelladen oder so zu zwitschern, um nur die Sachen zu kriegen.
dasselbe Spiel jetzt mit den Spielzeugen. Er hat ja den Wunsch. Ach, ist schon weg. Okay, hat schon gereicht, nur die Kiste zu kaufen. Weil bei meiner Testfamilie ist es halt so, dass ich gekauft habe und trotzdem blieb dieser Wunsch. Und da habe ich dann hier drauf geklickt und auf Spielzeug kaufen geklickt. Und dann habe ich das billigste Spielzeug ausgesucht und gekauft. So, okay. Und er muss jetzt zur Arbeit. Dann hör mal auf zu spielen. Aber er hat wenigstens einen kleinen Fortschritt gemacht. Also er ist auf einem guten Weg dorthin. So, jetzt sind wir wieder alleine. Eine gewisse Zeit. Aber bald kommt ja dann... angespannt. Ach so, weil er nichts zum Flirten hat. Ah, jetzt ist sie befördert worden. Stop. Alana wurde befördert und ist jetzt offenes Mikrofonsucherin. Aha. Sie verdient jetzt 13 Simlons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 36 pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten, 451 Visitenkartenhalter Stachelschein. Aha. Beginnt um 17 Uhr. Okay, sie arbeitet Montag, Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntags. Okay, und immer, ganz schöner langer Dienst. Also später Dienst, meine ich. Gut, dann... wie geht's dir denn? Dann geh mal da auf Klo, geh duschen. Und dann kannst du dir hier... Ah ne, hol dir mal den Salat, damit der wegkommt. Weil wir werfen ja nicht einfach weg, ne? So, da wir ihr jetzt schon Aufgaben erteilt haben und er arbeitet bis 18 Uhr, also kommt er bald nach Hause. Ach nee, sie hat das Klo kaputt gemacht. Na toll. Naja, kann einer der Männer es reparieren. Okay, dann mache ich mit diesem Part hier Schluss. Schön, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Part dabei sein wirst. Bis denn dann. Ciao.